Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Arbeitsagentur und Jobcenter mit positivem Jahresabschluss und Lichtentanne gemeinsam für unser Dorf. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Tag aktuell vom Donnerstag. Die Zeiten, da der Arbeitsmarkt in der Region von einer Krise zur anderen taumelte, sind lange vorbei. Heutzutage liegt das Problem eher darin, die offenen Stellen mit geeigneten Bewerbern zu besetzen. Denn die Wirtschaft in der Region Zwickau ist gewachsen und bietet inzwischen zahlreiche Stellen an. Entsprechend waren die Zahlen und Trends, die auf einer gemeinsamen Pressekonferenz von Arbeitsagentur und Jobcenter vorgestellt werden konnten. Eine entspannte und ruhige Runde war es am Morgen in der Arbeitsagentur Zwickau. Bei der Veröffentlichung der Arbeitsmarktentwicklung im Jahr 2022 konnten sowohl das Jobcenter als auch die Arbeitsagentur gute Werte bekannt geben. Die Wirtschaft in der Region Zwickau hat sich über die Jahre gut entwickelt, sodass auch weltpolitische Krisen nicht gleich zur Katastrophe führen. Ja, wir können aus arbeitsmarktlicher Sicht tatsächlich ein positives Resümee ziehen, trotz der vielen Krisen, die anstanden. Wir konnten ganz vielen Menschen eine neue Perspektive geben. Und wir können feststellen, dass die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hier im Landkreis sich weiterhin positiv entwickelt hat. Das heißt, jeder, der vor der Perspektive steht, arbeitslos zu werden, den können wir beruhigt sagen, wir bekommen das hin und es wird für dich eine berufliche Alternative geben können. Die Arbeitslosenquote liegt dabei seit längerem unter 5%. Die Beschäftigungsquote ist so hoch, dass man fast schon von Vollbeschäftigung sprechen kann. Beim Jobcenter sind die Zahlen 2022 etwas anders, aber das liegt vor allem an der recht hohen Zahl von ukrainischen Flüchtlingen, die noch integriert werden müssen. So gab es vor dem Krieg 13 arbeitslose Ukrainer im Landkreis Zwickau. Derzeit sind es mehr als 900. Das und andere Extremsituationen machten das Jahr für das Jobcenter nicht gerade einfach. Es war geprägt von mehreren Herausforderungen. Wir hatten natürlich zu Jahresbeginn noch das Thema Pandemie, über den Sommer neben dem Thema Soforthilfen und dann die Entscheidung der Bundesregierung, dass für die Betreuung der ukrainischen Geflüchteten wir sofort zuständig werden, also mit Beginn 1.6., was natürlich dazu geführt hat, dass wir innerhalb relativ kurzer Zeit einen deutlichen Anstieg an Antragstellungen und Nachfragen und Bitte um Unterstützung hatten. Nun ist es ja so bei den Ukrainern, wer in der Ukraine für einen deutschen Autohersteller gearbeitet hat, ist eigentlich fachlich qualifiziert. Es gibt trotzdem die sprachliche Hürde noch. Richtig, das ist auch das größte Nadelöhr eigentlich, weil gerade bei solchen Themen im Bereich verarbeitendes Gewerbe geht es natürlich auch darum, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit. Und wenn die Arbeitgeber sich nicht sicher sind, ob die Damen und Herren die Arbeitsanweisungen verstehen, auch die Sicherheitshinweise, wird es immer sehr schwierig. Und Deutsch ist halt keine Sprache in der Ukraine. Aber qualifizierte Kräfte werden auch in der Region Zwickau gebraucht. Denn die demografische Entwicklung zeigt ihre Auswirkungen. Ja, auch hier muss ich tatsächlich sagen, die Altersdemografie ist sehr fortgeschritten. Und wir bekommen zunehmend Probleme, diese altersbedingten Ersatzbedarfe tatsächlich zu decken. Weil wenn ich mal resümiere, wie viele Schulabgänge ich im Gegenzug habe, dann klafft da leider ein großes Loch. Und das gilt es in Zukunft auszugleichen. Und wir haben da eine Strategie, dass wir tatsächlich das Thema ausländische Fachkräfte noch stärker befördern möchten. Und wir haben das Thema Automatisierung, die wir gern vorantreiben müssen, um genau die Tätigkeiten, die Menschen oftmals nicht mehr machen möchten, wie Dreischichtbetrieb oder Routinearbeiten, tatsächlich durch Industrietechnik oder Robotertechnik zu ersetzen. Auch das Jobcenter profitiert sozusagen von der Arbeitsmarktentwicklung. Denn hier sind auch die sogenannten Langzeitarbeitslosen gemeldet, die auch immer öfter in Arbeitsverhältnisse vermittelt werden können. Also vom Grundsatz her gibt es ja unterschiedliche Hilfsmöglichkeiten für Längst- oder auch Langzeitbezieher von finanziellen Leistungen. Die Bundesregierung hat die befristeten Regelungen § 16i und e jetzt ins Gesetz aufgenommen und verlängert. Das heißt, Menschen, die über 7 Jahre aus dem Berufsleben raus sind und bei uns Kunden sind, können sehr umfänglich mit Eingliederungshilfen unterstützt und begleitet werden. Also es gibt Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten, ja, auf jeden Fall. Und der Arbeitsmarkt ist aufnahmefähig, also von daher
geht es darum, die beiden richtigen Partner zusammenzubringen. Dass dies immer besser gelingt, zeigt sich dann auch an den Beschäftigungszahlen allgemein. Wir haben die höchste Beschäftigungsquote 2022 zu verzeichnen. Das heißt, das Erwerbspotenzial ist mit einem sehr hohen Maß ausgeschöpft. Und von daher werden wir ja diesen alternativen Weg eingehen müssen, ne? Mit den ausländischen Fachkräften und mit der Automatisierung, die wir vorantreiben möchten. Anderes Thema ist die Mentalität der Menschen, die sogenannte Work-Life-Balance, die sich ja geändert hat über die Generationen. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Ja, also wir müssen feststellen, dass uns tatsächlich die Generation der Babyboomer verlässt jetzt in die Altersruhe. Und die Generation Y, wie sie so schön bezeichnet wird, hat tatsächlich andere Ansprüche an Arbeit und Leben. Also sie wollen tatsächlich ein ausgeglichenes Thema haben. Und das macht uns natürlich im Kontext einer hohen Industrialisierung, die wir hier haben, sehr große Schwierigkeiten, um zum Beispiel einen produktiven Betrieb 3 Schichten sicherzustellen, ne? Oder dann auch zu sagen, ich würde dich aber gerne in Vollzeit einstellen und die jungen Menschen aber sagen, nee, Teilzeit würde mir tatsächlich auch reichen. Die Arbeitslosenquote insgesamt ist aber auf einem Stand, wo man bei der Bundesagentur eigentlich sagen kann, Zwickau steht gut da. Ja, korrekt. Also wir haben jetzt aktuell im Jahresdurchschnitt 4,7% Arbeitslosenquote gehabt. Das ist nur eine ganz leichte Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr. Im Bundesvergleich ordnen wir uns auf einem sehr guten Niveau ein. Von daher kann man wirklich sagen, wir sind jetzt auf einem sehr niedrigen Stand angekommen. Der Ausblick für 2023 ist für beide schwierig, sowohl für die Arbeitsagentur als auch für das Jobcenter. Denn kaum einer kann vorhersagen, welche kurzfristigen Änderungen von Seiten der Politik kommen. Es bleibt spannend, weil viele Dinge einfach von der Entwicklung her derzeit nicht absehbar sind. Die Idee des Bürgergeldes ist ja auch, den Personenkreis entsprechend auszuweiten. Beziehungsweise es gibt mehr Menschen, die theoretisch Ansprüche auf entsprechende Unterstützung hätten. Es gibt viele Unwägbarkeiten mit Blick auf die Energiekosten und die entsprechenden Ansprüche von Ihnen, mir, Ihrem Nachbarn, die sich ergeben könnten. Also insofern kommt da einiges auf uns zu. Stichwort Wohngeld Plus. Ja. Da gibt es ja auch viele Leute, die eventuell anspruchsberechtigt wären. Wie sollte man sich da vorbereiten? Also das ist ein sehr gutes Stichwort. Vielen Dank dafür. Wohngeld Plus gibt es einen Rechner, den der Bund zur Verfügung gestellt hat. Den findet man im Internet. Ich würde jedem empfehlen, den erstmal zu nutzen und reinzuschauen. Habe ich potenziell Anspruch? Also ne, wo komme ich bei raus, wenn ich diesen Rechner durchspiele? Und erst dann einen Antrag zu stellen, einfach um das Antragsvolumen klein zu halten, weil wenn man sagt, grundsätzlich verdreifachen sich die Anspruchsberechtigten und die stellen alle einen Antrag, dann wird es halt schwierig. Ne? Also bitte immer erst Rechner und dann den Antrag stellen. Und es geht ja wirklich nicht alles mit künstlicher Intelligenz. Oftmal müssen auch die Leute da sitzen, die ganz einfach mit den Menschen reden, die ganz einfach die Formulare prüfen. Wie sieht die Situation bei Ihnen überhaupt aus mit den Mitarbeitern? Naja, also wir haben einen gesicherten Mitarbeiterstamm. Wir haben auch viele Themen digitalisiert ausgeweitet. Es gibt viele digitale Angebote, die Bearbeitung unterstützen und helfen. Also wenn Sie zum Beispiel Ihren Antrag auf Grundsicherung online stellen, haben Sie zugleich eine Plausibilitätsprüfung mit drin, die Sie nicht haben, wenn Sie einen Papiervordruck ausfüllen. Also stimmt meine Angabe auf Seite 3 zu dem, was ich auf Seite 7 schreibe. Also insofern empfehlen wir auf jeden Fall auch zur Entlastung unserer Kolleginnen und Kollegen, alles, was digital möglich ist, zu nutzen. Ja, von wegen die verstaubten Amtsstuben. Auch Jobcenter und Arbeitsagentur sind in der digitalen Welt angekommen. Auch bei der Arbeitsagentur sieht man recht beruhigt in die Zukunft. Also grundsätzlich sind wir ja sehr positiv und optimistisch eingestellt. Aber wir können nach der aktuellen Lage leider keine langfristige oder mittelfristige Prognose abgeben, weil immer noch diese Themen wie Lieferengpässe, Ukraine-Krieg und Energiekrise natürlich die Arbeitsmarktlage stark beeinflussen können. Ne? Aber dadurch, dass keiner absehen kann, wie geht das in den nächsten Monaten weiter, können wir auch keine konkreten Prognosen abgeben. Es bleibt also spannend auf dem Arbeitsmarkt. Die weiteren Pressekonferenzen zur Situation werden wieder recht interessant werden.
Am gestrigen Tag kam der Gemeindewahlausschuss der Stadt Reichenbach im Vogtland in einer öffentlichen Sitzung zusammen. Thema war die bevorstehende Wahl des neuen Oberbürgermeisters, die am 5. März stattfinden soll. Nach der erfolgreichen Zulassung der Wahlvorschläge stehen im März nun drei Kandidaten zur Wahl des Oberbürgermeisters. Raphael Kürzinger von der CDU, Michael Dewart als Einzelbewerber und Henry Ruß von den Linken. Werbung. Fülle die coolsten Eisfächer der Stadt. Bofrost, werde Teil unseres Teams und bewirb dich jetzt. Ganz einfach, auch über den QR-Code. Wow, da flattern mir die Ohren. Konfiguriere deine Traumwohnung und bestimme deine Miete selbst. Egal ob Küche, Dusche, Bodenbelag, du hast die Wahl. Mehr Infos auf www.wownung.de. Das Museum für Stadt- und Kulturgeschichte Priesterhäuser Zwickau besitzt in seiner umfangreichen Sammlung eine Reihe von sehr schönen Puppen und Puppenküchen, die in der diesjährigen Weihnachtsausstellung zu sehen sind. Die hauseigenen Bestände werden ergänzt von Leihgaben aus der Sammlung Flemich und mit Objekten privater Leihgeber. Daneben sorgen Pyramiden, Räuchermännchen, Nussknacker und Weihnachtskrippen für stimmungsvollen weihnachtlichen Glanz. Puppenküchen begeistern die Kinder bereits seit mehr als 200 Jahren. Liebevoll mit kleinen Töpfen, Pfannen, Geschirr, verschiedenen Rühr- und Schöpfkellen, Waffel, Eisen, Mörser und anderem mehr ausgestattet, boten diese Küchen vielerlei Spielmöglichkeiten. Das wichtigste Utensil war natürlich der Herd, der meist mit Spiritus oder Öl beheizt wurde, sodass wirklich gekocht werden konnte. Mit ihrer zeittypischen Möblierung und Einrichtung geben uns diese historischen Puppenküchen einen Einblick in die Lebensverhältnisse vergangener Zeiten. Ich schütze mich, weil ich es Corona zeigen will. Halten auch Sie Ihren Corona-Schutz aktuell. Zusammen gegen Corona.de. Ich bin Conny Neuhauner aus Zwickau und ich gehe gerne hier ins Fitnessstudio, weil es hier sehr abwechslungsreich für mich ist mit allen Geräten, die ich hier nutzen kann. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Ging das zu schnell? Mit TurboSpeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsieger wechseln und 6 Monate gratis sichern. Auf pure.com. Seit mehr als einem Jahrhundert versorgt die Allianz-Gruppe ihre Kunden zuverlässig mit Versicherungen. Heute gehört sie zu den größten Anbietern auf dem globalen Markt. Die Nachfrage wächst und Mitarbeiter sind gefragter denn je. Die Allianz-Hauptvertretung Hendrik Gerber in Wildenfels sucht ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kundenbetreuerin oder einen Kundenbetreuer. Egal ob mit Berufserfahrung oder als Quereinsteiger, bewerben Sie sich ganz einfach. Auch die Allianz-Generalvertretung Helmer Schwarz aus Hartenstein sucht motivierte Mitarbeiter. Egal ob Einsteiger oder Branchenkenner, hier erhält man Chancen mit Perspektive. Was in den großen Städten oft im Überfluss vorhanden ist, das findet man auf dem Land immer weniger, teilweise überhaupt nicht mehr. Seit Jahren sterben dort die Geschäfte und auch Gaststätten. Wer kein Auto besitzt oder Verwandte oder Freunde hat, die helfen, der ist kaum noch lebensfähig. Die Gemeinde Lichtentanne mit ihren knapp 7000 Einwohnern verfügt über so manches, was man in vergleichbaren Ortschaften längst vermisst. Schule, verschiedene Geschäfte, Einkaufsmarkt. Aber auch hier gibt es Leerstand. Geschäfte mit langer Tradition haben geschlossen oder die Aufgabe steht bevor.
Wie sieht die Situation in Lichtenthaler und den umliegenden Dörfern aus? Also die Nahversorgung ist immer ein Riesenthema. Wir haben zwar in Lichtenthaler einen größeren Markt, in Schönfels wird wieder ein Markt generiert, aber an sich in den anderen Ortsteilen hat sich das, der Einzelhandelsmarkt massiv zurückentwickelt. Um es auf den Punkt zu bringen, es geht um jeden einzelnen Laden. Ein Geschäft mit langer Tradition ist das Feinkosthaus Möckel in der Tarnhofer Straße 5. Ja, es hat hier angefangen am 2. Mai 1989 als Fisch-Gemüseladen. Und dann kam hier ganz schnell die Wende. Ja, und eigentlich seitdem machen wir es 33 Jahre jetzt. In dieser Zeit hat sich das Geschäft einen Namen gemacht, weit über Lichtenthaler hinaus. Ich habe dann immer die beliebtesten Produkte genommen. Wir haben ganz viele regionale Fleischer. Und alles, was unserer Kundschaft schmeckt, ist bei mir in der Theke. Wir haben von regionalen, wie gesagt, von Hopfenfleischer, von Glück auf, vom Landhof Hartmannsdorf und auch noch von anderen zugekauft. Wir haben Fisch, Räucherware, Brathering, solche Sachen. Ja, und es hat sich halt auch über die Grenzen von Lichtenthaler mit der Zeit rumgesprochen. So haben wir auch viele Kunden aus Stenn, aus Schönfels, aus Ebersbrunn, aus Brandt, auch aus Zwickau. Und manche Woche geht es sogar weit weg mit einem Paket. Mit dem Einkaufsmarkt Möckel, wenn man das mal so betrachtet, ist was Besonderes entstanden über Jahrzehnte, das ganz individuell auf die Kunden natürlich ein Programm entwickelt hat. Und das macht halt diesen Einzelhandel ebenfalls aus. Und letztendlich liegt der Erfolg so eines Unternehmens immer am Kaufverhalten der einzelnen Kunden. Und es ist ja nur bekannt, dass seit Jahrzehnten das Geschäft hier vorhanden ist und gut funktioniert. Aber die Zeit geht auch an Heidrun Möckel nicht vorbei. Ich werde jetzt demnächst 65 und es wird auch alles ein bisschen viel jetzt. Sollte es dem Feinkosthaus Möckel gehen wie vielen anderen Geschäften? Nein, auf keinen Fall. Eine Gruppe von engagierten Lichtenthalern erklärte das zu ihrer Herzensangelegenheit und entwickelte eine Lösung. Mein Name ist André Diedl und wir haben vor einem Jahr circa haben wir eine kleine Gruppe in Lichtenthalen gegründet, wie wir Lichtenthalen wieder ein bisschen verändern können. Unser Ziel ist es letztendlich, aus dem aktuell gewordenen Wohndorf wieder ein Lebedorf zu machen. Ein Thema daraus ist entstanden eben der Laden von Feinkost Möckel, also das Feinkosthaus Möckel, was in die 33 Jahre, was jetzt eben ja entsprechend besteht, sich etabliert hat, die Philosophie dahinter, die regionalen Produkte, die wir als sehr wichtig empfinden, nicht hier aus dem Dorf verlieren zu lassen. In diesem Zusammenhang steht für uns als Lichtenthaler oder Bürger Lichtenthaler natürlich bloß die Möglichkeit, als Genossenschaft dieses weiterzuführen. Und dementsprechend haben wir uns versammelt und versuchen eben entsprechend alles in diese Richtung zu bewegen. Die einzige Möglichkeit, was das Wichtige ist, geht über alle Dorfmitglieder, die in der Region wohnen oder auch übergreifend, um entsprechend dies wahrzuführen. Das heißt, jeder, der uns irgendwie unterstützen möchte, kann sich gerne bei mir mit melden. Das Sortiment, insbesondere die Regionalität, soll erhalten und ausgebaut werden. Das Ziel ist natürlich die Grundversorgung, aber hauptsächlich geht es wirklich auch darum, unsere Region zu stärken, eben über regionale Produkte. Nicht immer nur Produkte, die sonst woher kommen, sondern wir müssen uns hier als Region stärken. Und über unsere Genossenschaft ist das Thema weitere Vernetzung, um unser Produktportfolio weiter auszubauen und um es stärker zu machen. Eine weitere Vision steht dahingehend, es gibt ein weiteres Unternehmen namens die Friemler. Die würden wir zukunftsweisend auch gern mit hier aufnehmen. Das ist ein kleines Unternehmen, was defekte oder überholungsbedürftige Produkte entgegennimmt, wie in einer freien Werkstatt. Ich gebe ein defektes Produkt hier ab. Wir geben es an die Friemler. Es wird von Personen repariert, die gern basteln. Also es sind im Normalfall Privatpersonen, die entsprechend zwar angestellt sind, aber dennoch Privatpersonen. Man hat einerseits den großen Vorteil, das Know-how bleibt im Dorf. Jemand, der gern basteln möchte, nebenbei. Die Erfahrungen, die ich kenne, sind gewisse Sachen abgegeben worden, weil der Hersteller gesagt hat, es wird nicht mehr repariert, kauft ihr ein neues Gerät. Ist natürlich gewinnbringender, keine Frage. Und hier konnten sie es repariert zurückbekommen. Ideen gibt es eine ganze Menge. Ziel ist es, wenn der Laden so wie er aktuell ist, weiterläuft,
natürlich nach längerer Zeit, wenn sich das profitiert hat, unter neuer Führung ein neues Produktportfolio entsprechend aufzubauen. Also weitere Produkte sind da schon für uns selbst in Abstimmung. Das möchten wir jetzt natürlich noch nicht verraten, aber auf jeden Fall Produkte, die es dann auch wirklich nur hier gibt, teilweise nur hier über den Laden, neu zu warnen, um uns weiter von irgendwelchen anderen Großmärkten oder anderen Sachen weiterhin abzuheben. Unsere Vision, die darüber hinausgehen, aber wirklich erst, wenn der Laden selber richtig läuft, ist einerseits möglicherweise ein Lieferservice für Personen, die jetzt nicht ganz mehr so fit bei Fuß sind, entsprechend beliefern zu können. Ein weiteres Thema ist, dieses Projekt auf andere Gemeinden auszuweiten. Wir haben bei uns auf unserem Flyer, jeder, der Lichtentanne kennt, auf dem Flyer sind alle vier Wappen von unseren Gemeindeständen Ebersbrunn, Schönfels und Lichtentanne mit vorhanden. Und wir selbst haben ein eigenes Bild, ein Symbol von uns als Gruppe, wir nennen uns die Landlichter, kreiert, wo alle Ortsteile mit integriert sind. Weiterhin gibt es eine Internetseite unter www.landlichter.de. Kann jeder aktuell den aktuellen Stand einsehen. Ja, die Seite ist recht neu. Sie lebt, sie wird weiterhin wachsen. Man kann sich aber trotzdem jeder die Informationen holen. Und hier sind auch die entsprechenden Kontaktdaten dahinter erlegt, um sich weitere spezielle Informationen zu holen. Über das Engagement der Gruppe freuen sich auch Bürgermeister und Ortsvorsteher. Als Ortsvorsteher freue ich mich im Besonderen, dass es also auch eine Initiative von bisher nicht so aktiven Bürgern gibt, die diesen Fortbestand des Ladens forcieren. Und dazu gibt es vom Ortschaftsrat und von meiner Seite auch jegliche Unterstützung. Dass der soziale Zusammenhalt, der dadurch erreicht wird, der ist besonders hoch einzuschätzen. Und wenn wir jetzt in vielen Orten sehen, wie dort der Handel immer weiter zurückgeht, möchten wir das gern behalten. Denn hier auf dieser Hauptstraße oder Tannhofer Straße haben wir viele Geschäfte. Und wenn es einmal anfängt, das Geschäfte schließen, dann kann es weitere Probleme. Und so partizipiert, ich sag mal, von dem Feinkostladen Meckel und später vielleicht von der Genossenschaft, auch die anderen Läden, dass also die Kundschaft hier im Ort bleibt und das Dorfleben aktiv gestaltet wird. Ja, die Gemeinde unterstützt das in Form der Publikation, Öffentlichkeitsarbeit. Wenn das Konzept mit der Genossenschaft, wie es geplant ist, sich hier etablieren kann und sehr positiv entwickelt, dann ist natürlich das Ziel weiterhin, mit Niederlassung in jedem Ortsteil das weiterzuführen. Das liegt natürlich ganz entscheidend am Kaufinteresse und Kaufverhalten der einzelnen Bürger ab. Und hier unterstützt man halt die Nahversorgung direkt, indem man halt einkaufen geht. Die Macher sind optimistisch. Ein Umdenken bei der Bevölkerung hat längst eingesetzt. Die Leute werden immer bewusster, was sie essen, dass sie nicht mehr einfach nur alles essen, weil es günstig ist oder sonst woher kommt, sondern dass es regional ist. Dass ich eben sagen kann, die Wurst kommt von hier aus dem Region, aus dem Stadtteil, das Obst kommt von dort her, dass ich quasi sogar selbst hingehen könnte und mir den Anbau anschauen könnte. Mitte des Jahres möchte die Familie Möckel in den Ruhestand gehen. Die Genossenschaftsgründung steht nun an. Und jeder, der unser Projekt gut findet und uns unterstützen möchte, bitte bei uns melden. Die Kontaktdaten werden eingeblendet. Einerseits natürlich Vorstand, Aufsichtsrat, aber auch Anteile kaufen. Oder wer gerne in Vollzeit, Teilzeit hier arbeiten möchte, kann sich gerne auch melden. Wir benötigen jede Unterstützung. Auch kreative Ideen für sonstige Sachen sind wir komplett offen. Bis bald. Tschüss. Ich habe mich sehr gefreut, dass der Lichtentanne im Prinzip auf mich zugekommen ist und den Leuten weiterführen wollen. Engagierte Leute. Ich lasse mich noch ein Stück anstellen, ja. So ganz von 100 auf 0, denke ich, ist vielleicht nicht gesund. Und außerdem muss ich auch noch sehen, dass alles gut in die Gänge kommt. Werbung. Sie wollten sich schon lange beruflich verändern und suchen eine neue Perspektive? Ihr Herz schlägt für die Technik und das Handwerk?
Sie sind Anlagenmechaniker, Mechatroniker oder im Bereich Heizung, Klima, Sanitär zu Hause? Dann haben wir heute das richtige Angebot für Sie, denn ab sofort suchen wir, die Zwickauer Energieversorgung GmbH, einen Monteur für unseren Bereich Erdgas und Wärme. Schauen Sie am besten gleich auf unserer Internetseite und direkt über den QR-Code vorbei und erfahren Sie alles rund um Ihre neue Aufgabe. Starten Sie mit uns beruflich neu durch und senden Sie uns Ihre Bewerbung. Bewerbungsschluss ist der 4. Januar 2023. Machen Sie unser Team komplett und bringen Sie Ihr Können für unsere Region ein. Wir freuen uns auf Sie, Ihre ZEV. Die Ausstellung zeigt eine Auswahl europäischer Kunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus Hamburger Privatbesitz. Die bedeutende Privatsammlung von Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen und Druckgrafiken von Künstlern wie Marc Chagall, Emil Nolde, Auguste Renoir, Erich Heckel, Karl Hofer und Max Liebermann tritt in Dialog mit einer Neuauswahl an Neuerwerbungen der Kunstsammlungen Zwickau-Max-Pechstein-Museum der vergangenen Jahre. Verbindendes Element ist dabei insbesondere das Schaffen des gebürtigen Zwickauers Max Pechstein, auf dessen Werke beide Sammlungen öffentlich wie privat ihren Schwerpunkt legen. Entsprechend widmet sich die Ausstellung zugleich der Frage nach der Sammeltätigkeit und ihrer jeweiligen Grundlage und Ausrichtung, zeigt Unterschiede und stellt Gemeinsamkeiten vor. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopädics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft.
Morgen müssen wir uns nochmals auf einen recht stürmischen Tag einstellen. Bei Tageshöchstwerten von 11 Grad bleibt der Westsachsenhimmel zugezogen. Regnen soll es nicht. Der Start ins Wochenende gestaltet sich recht freundlich. Das Quecksilber klettert am Samstag bis auf 10 Grad. Sonnenschein wird unser Begleiter sein. Nur am Vormittag ziehen harmlose Wolken ins Sendegebiet. Bei ähnlichen Werten wie am Vortag kommt der Sonntag durchwachsen daher. Sonne bleibt dann Mangelware. Gelegentlich kann es aber auch zu Niederschlägen kommen. Mit dem Start in die neue Woche wird es eher ungemütlich. Die Tageshöchstwerte liegen am Montag nur noch im einstelligen Bereich und wir müssen uns den ganzen Tag über auf Regen einstellen. Von einem erneuten Wintereinbruch sind wir aktuell aber weit entfernt. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Das war Ihr Abendmagazin tagaktuell vom Donnerstag. Ihnen jetzt einen schönen Abend. Bis morgen in aller Frische. Machen Sie es gut. Tschüss.